Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und ja, ich bin so ein bisschen in der Bredouille gewesen, dass ich hier stand gerade, aber nichtsdestotrotz werde ich hier weitergehen. Und mal, so wie ich es ja in der letzten Folge sagte, erstmal auf Nahrungssuche gehen. Ob ich jetzt hier fündig werde auf dem Schrottplatz, weiß ich ja nicht. Werden wir sehen. Ich werde mal ganz mutig... Was war denn das denn da hinten? Warum hat das gerade so komisch geleuchtet? Ich bin natürlich sehr mutig. Wir müssen auch unbedingt Holz finden. Das ist ja... Das Holz ist hier Mangelware. Der kann uns eigentlich jetzt gar nicht sehen hier, ne? Normalerweise nicht. Deswegen gehe ich mal... Auf jeden Fall haben wir hier jede Menge an Eisen auch, die wir hier sammeln können. Könnten. Toll, in dem Coupé ist nichts drin. Hier Müll vielleicht? Nein. Ich schaue mir noch ein bisschen genauer hier um. Auch wenn jetzt da zwei Zombies rumlaufen. Aber die rennen ja wenigstens nicht. Nicht so wie nachts ab 22 Uhr, da fangen sie an zu rennen. In die Lagerhalle möchte ich auch noch gehen. Vielleicht ist ja da irgendwas Besonderes drin. Oh, was haben wir denn hier? Blaubeerkuchen. Da haben wir schon mal was zu essen gefunden. Das ist schon mal super. Blaubeerkuchen. Den Müll mal weiter durchsuchen. Was haben wir hier? Was ist das hier? Kerzenhalter aus Messing. Nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mülleimer. Öl und Kleber. Klaus Kleber. Ich glaube, wir werden hier noch mehr Sachen finden. Papier und Eisenrohr. Ich würde schon gerne... Achso, apropos, warte mal. Weil ich gerade das Nest hier sehe. Und zwar können wir doch Pfeile herstellen, ne? Und wie viele? Achso. Warteschlange ist voll. Wir müssen ja mal ein bisschen warten. Ist auch ein bisschen nervig. Wenn wir nachher eine Schmiede haben oder so, oder so eine Werkbank, da geht das alles ein bisschen schneller. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, sind das insgesamt 37 Pfeile, die wir bauen können, glaube ich. Ist zwar ein bisschen mühselig jetzt gerade, aber da bin ich mal auf der sicheren Seite, dass ich Zombies aus der Ferne erledigen kann. Zumindest tagsüber. Weil wie das nachts aussieht, kann ich nicht versprechen, weil die nachts ja ein bisschen schneller unterwegs sind. Na. Das habe ich gesagt, 37, glaube ich, wären das. Oder? Das richtig ausgerechnet habe. Steinschaufel könnten wir uns auch mal so langsam craften. Und ich werde nochmal so eine Steinaxt nochmal machen. So. Das war es, glaube ich, mit Pfeile. Ja. Ja gut, jetzt habe ich noch die 35. Ja gut, die Steinaxt hat natürlich jetzt auch Holz gekostet. Habe ich denn jetzt die Falle schon drin? Alter, 35. Guck mal, jetzt noch ein Ruck. Alter, ein Schlafsack. Okay, den lasse ich mal liegen. Hier hat wohl einer übernächtigt. Hier ist auch ein Lagerfeuer. Ist hier irgendwas drin? Ah, Mist, verdammt. Ich dachte, da wäre jetzt ein Kochtopf drin. Boah, das wäre so geil gewesen. Also wir brauchen entweder Kochtopf, einen Grill oder so. Dann können wir auch anfangen zu kochen. Erstmal hier alles durchsuchen. Ja, da haben, ich glaube, die Spezialisten haben uns schon gehört gerade. Benzinkanister. Man kann ja auch Fahrzeuge bauen und so, habe ich mir. Menschliche Scheiße. Bläh. Das hatten wir ja schon das Thema. Warte. Alter, ich schieße auch noch vorbei, das gibt's doch nicht. Unfucking. Das gibt's doch nicht. Alter, aua, sag mal. Kann ich es abbrechen? Toll, ist der Pfeil weg oder was? Was hat ihn dabei? Ein altes Gammel-Sandwich. Ist ja ekelhaft. Benzinfass? Ich habe ein Benzinfass aufgenommen. Ich weiß zwar nicht, wofür es gut ist, aber ich nehme es einfach mal mit. Eine leere Dose. Patronenhülsen. Nee.
Mülltonnen nochmal durchsuchen. Ich glaube, in der Lagerhalle ist, glaube ich, richtig Action, soweit wie sich das anhört gerade. Okay. Hier schon wieder ein Benzinfass. Ich glaube, da ist. Huch, ich glaube, da ist richtig Action drin. So, Blei. Ich lasse es mal liegen. Gibt es denn hier nicht Nahrung? Guck mal da. Guck mal, die wichst die Tür kaputt. Okay, da sind Krankenschwestern drin. Ich möchte. Okay, die Tür ist hinüber. Die haben auch aufgegeben, nach mir zu suchen. Ich bin gejagt. Von wem auch immer. Ich habe keinen blassen Schimmer. Warte mal. Hallo? Hallo? Wo ist denn? Ach, da ist noch jemand. Da hinten auch. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. So, einmal. Warte mal. Zweimal. Seht ihr sofort down? Ja, Gott sei Dank. Hier läuft ja noch jemand. Dreimal. Alter, hör auf zu ruckeln. Mädchen, dir. Ich glaube, du hast den Kopf verloren. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Ruhe. Jetzt können wir hier ein ganz klein wenig in Ruhe. Oh, ein Verbandskasten. Ich werde bekloppt, Alter. Heute muss mein Glückstag sein. So, ich hoffe, hier gibt es irgendwas Spannendes hier in der Halle. Na toll, super. Hier sind wir schon wieder draußen. Vielleicht kommen wir oben hier rein. Hier sind Spinde. Leere Spinde. Hey, grüne Mütze, Muskelshirt. Probieren wir mal an. Er ist ja noch nackt. Ich habe ja ganz vergessen. Oh. Ich glaube, ich lasse die mal. Sieht bestimmt lustig aus. So, kann ich die. Okay, da sind auf jeden Fall Sachen. Ich möchte die Tür gerne kaputt hauen. Unten ist warm, ich hydriere, das heißt, ich sollte vielleicht doch mal die Klamotten gleich wieder ausziehen. Und ich habe Durst. La 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 la. La 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 la. Und die Hydrierung steigt ja nur dann, wenn man dann wirklich Klamotten anhat und alles. Deswegen werde ich die Klamotten wieder ganz schnell wieder ausziehen. Ich glaube, die. So. Deswegen sind wir auch so am Schwitzen gewesen. Hey, Feder, nehme ich mit. Müll, was haben wir noch hier? Toll, eine Bleitrophäe. Was soll ich damit? Cool, ein Bett. Hier wäre natürlich auch geil, ne? Hier bist du ein bisschen weiter oben. Hast du nur einen Eingang, wo die Zombies rein könnten. Huch, nachts. Und du könntest nochmal komplett aufs Dach gehen. Ich werde bekloppt, heute ist echt mein Glückstag. Ich habe sogar zwei Kochtöpfe gefunden. Zwei! What the fuck? Zwei! Ich glaube, das wird unsere neue Bude hier. Ich glaube, das wird unsere neue Bude. Bis jetzt haben wir ja nur den einen Eingang da gehabt. Jetzt mache ich mal noch einen zweiten. Oder beziehungsweise ich muss ja hier in die Tür mal kommen. Wir brauchen unbedingt Holz. Unbedingt. Ich würde, glaube ich, ich bleibe hier in der Lagerhalle. Weil wir haben ja noch so viele Sachen zum. Heute ist echt mein Glückstag. Ich komme! Aua! Ich komme! Was macht die denn da? Die stehen immer noch da. Okay, irgendwo ist ein Airdrop gewesen. Ach, da. Ist er hier? Das sieht so nah aus. Das wäre natürlich jetzt unsere Chance. Warte mal eben. Kühlschrank? Na, leere Dose. Wo ist der Airdrop? Weil ich möchte doch gern, ich glaube, dass das. Oh, eine Hase.
Da ist der Airdrop. Ich möchte, glaube ich, den Junkyard. Also den Schrottplatz. Ich glaube, das wäre ein echt guter. Ich glaube, das wäre ein echt guter Punkt. So, hier kühlen wir uns natürlich jetzt erstmal ab. So. Und wir können hier Wasser auffüllen gleich. Nein, nicht kaputt machen. Erstmal einsammeln. Alter. Ich bin überhitzt. Ja. Ich bin gleich sowas von überhitzt. Aber ich muss mal eben hoch. Ich würde gerne meine. Alter, was? Okay, ich möchte meine Glaskrüge noch nicht erledigen. Das gibt's doch nicht. Alter. Darf ich jetzt hier mal eben. Warte mal. Ich hatte doch Glas. Alter, 7 Glaskrüge. Da kriegen wir so viel Wasser von, weil wir können das hier aufbereiten und kochen. So, 7 Stück. Das heißt, wir haben 7 mal Wasser. Und wenn wir das jetzt kochen, dann haben wir schon mal 7 Gläser Wasser. Das ist so geil. Und ich glaube, wir machen das so, dass wir den Schrottplatz. Der Schrottplatz wird definitiv unser neues Zuhause. Weil da ist jede Menge Platz. Auch für andere Leute, die vielleicht hier mal hinkommen möchten. Oder so. Und ich weiß gar nicht, ob man nachträglich nochmal den Singleplayer als Multiplayer umschalten kann. Das weiß ich gar nicht. Aber wir haben hier schon mal eine riesige Mauer. Wenn wir die weiterbauen, na, das riesiges Gebäude. Wir müssen dann mal gucken, dass wir das dann ausbauen. Ah, jetzt ist sie umgefallen. Die hat wahrscheinlich noch die restlichen Minuten noch gezappelt. Und habe ich hier schon reingesehen? Ins Coupé? Ich weiß gar nicht mehr. Ins Coupé? Was haben wir hier? Angelblei, nee. Aber wir haben hier anscheinend nur diese Treppe, die zu uns führt, nach oben. Wenn wir hier eine vernünftige Tür hinmachen. Ich weiß nicht, gibt es noch einen anderen Weg nach hier? Ah, ja, hier ist sogar noch ein Keller. Ah, ist ja interessant. Ach, guck mal, Getränkeschrank. Mal gucken, ob da was drin ist. Ein Glaskrug. Ist ja praktisch. Aha, gesperrt. Nichts drin. Medizinschrank. Oh, Spiritus. Ja, lass ich mal noch drin. Hier können wir später auch aufmachen. Aber das Schöne ist, wir haben hier unten noch einen Bereich, den wir noch verbarrikadieren können. Ist auch noch gesperrt. Da kommen wir wieder nach draußen. Und hier kommen wir auch nach draußen. Das heißt, wir haben mehrere Fluchtwege natürlich auch. Und wir haben oben definitiv einen sicheren Bereich. Der wäre hier. Und wir könnten sogar noch nach oben flüchten, auch noch. Da haben wir noch eine super Aussicht. Jetzt können wir hier mal gucken, ob wir hier ein paar Bäume sehen. Was ich stark bezweifle, dass wir hier Bäume sehen. Aber wir könnten von hier aus auch Zombies schon mal angreifen, wenn die uns attackieren. Das ist natürlich mega. Und wir wären hier oben versteckt. Ich glaube, ich mache hier oben mal ein Lagerfeuer hin. So, warte mal. Ich werde mal zwei machen. Ich werde eins hier oben platzieren. Und eins unten in der Hütte. So. Eins werde ich. Warte mal, hier werden wir ja nicht so gesehen, ne? Genau, ich will, dass wir so ein bisschen so nicht gesehen werden. Machen wir einen hier hin. Genau. Und eins machen wir hier. Survival. Und einen machen wir hier hin, irgendwo ziemlich zentral. Hier so. Dann haben wir nämlich zwei Feuerstellen. Einmal, wenn wir so ein bisschen vom Regen auch geschützt sind und so. Haben wir sogar ein Bett. Ich werde mal auch noch mal eben ein Schlafsack craften. Was? Nein, wir brauchen. Okay, wir brauchen gleich Pflanzenfasern. Das werde ich mal eben schnell machen. Hallo? Was war das denn gerade? Na, bist du wohl. Ach, ein TV. Oh, Alter, wir haben sogar einen Fernseher hier. Ich war bekloppt. Couch, Fernseher, alles da, alles am Mann. Was willst du mehr? So, Pflanzenfasern. Hier, gehen wir mal ein bisschen sammeln. Dann haben wir die. Wir müssen echt zusehen, wo wir Holz herkriegen. Hier in der Pampa, in der Wüste, kriegen wir nichts an Holz. Ist ja hier vielleicht.
toll, das bisschen, da 12 Holz. Super, was soll ich denn damit? Da haben wir jede Menge Pflanzenfasern. Na. Jetzt auch nochmal ein bisschen Holz. Naja, Kleinvieh macht auch Mist. Kriege ich davon Holz von dem Stuhl? Ah ne, warte mal. Ich nehme den mal mit. Bevor ich den jetzt zertrümmer, kann ich das Bett auch mitnehmen? Schade. Ich dachte, man könnte das Bett noch mitnehmen oder so. Hätte man es oben hinstellen können, dann könnte man oben so ein richtig so ein, wie bei Fallout, weißt du, so ein richtig so ein Bereich so errichten. Was kriege ich denn jetzt durch den Rahmen? Da müsste ich nur normalerweise eigentlich Metall kriegen, oder? Eisen zumindest. Gar nichts. Das ist natürlich auch schön. Na gut. Da, der Mülleimer, den haben wir, glaube ich, noch nicht kontrolliert. Da was drin ist. Hm. Okay. Wir haben kein... Was ist das? Da ist irgendwie... Hier ist irgendjemand drin. Irgendeiner zertrümmert gerade irgendwas. Aber wo? Unten, im Keller. Ich habe gedacht, wir sind hier alleine. Ich glaube, die macht uns irgendwas kaputt. Ich weiß aber nicht was. Ich habe keine Ahnung was. Das gibt's nicht.